So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge. Schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr euch das anschaut. Wir haben in den letzten beiden Folgen jetzt ja schon Diamanten gefunden. Und wir sind weiterhin immer noch in der Höhle und gucken, ob wir irgendwo Diamanten finden. Damit wir zumindest die Spitzhacke irgendwie hinkriegen. Als Werkzeug craften zu können. Weil ich den auf jeden Fall auch verzaubern möchte. Und hoffe, dass ich Glück drauf kriege. Die spawnen aber Unmast-Zombies, wo auch immer die herkommen. Ist da eben dann ein? Kommen hier runter? Nee. Von hier unten kommen wir ja. Scheiße. Ich würde gerne da oben rauf. Und die nächsten. Schon wieder. Hier waren wir aber schon anscheinend. Ah, diese leuchtenden Tintenfische, die sehen echt nice aus, muss ich sagen. Habe ich noch nie so gesehen. Also ist auf jeden Fall auch neu dazu gekommen. Okay. Oh, nice. Aber wieder nur einer, oder was? Was ist denn das? Also jetzt haben wir... Einer fehlt uns noch, damit wir uns eine Spitzhacke machen könnten. Nach dem Verzauberungstisch. Wir brauchen erstmal auch eine Diamantspitzhacke, damit wir Obsidian abbauen können. Nice. Das ist ein sehr großes Erfolgserlebnis gerade für mich. Sind hier noch mehr Diamanten vielleicht? Da nein. Aber hier in diesen Bruchsteinschiefergebirgen sind die Quellen irgendwie immer nur einzeln von den Diamanten, habe ich den Eindruck. Da gibt es keine, also kaum größere Quellen. Also Erzvorkommen an Diamanten auf einmal, oder? Täusche ich mich? Ich vermute, es ist wieder nur ein Block. Wie ich gesagt habe. Aber wir können jetzt wieder nach oben gehen. Jetzt haben wir schon mal die Diamanten auf jeden Fall. Für das Werkzeug. Und damit war unsere Minentour auf jeden Fall erfolgreich. Auf alle Fälle. Jetzt gucken wir, dass wir hier einfach immer wieder rauskommen. Und nicht runtergeschossen werden. Ich gehe aber hier lang. Das Redstone nehme ich auf alle Fälle mit. Redstone kann man nämlich immer gebrauchen. Geht auch schön für Erfahrungspunkte. Was ist das denn?
Oh shit. Amethystblock. Lol. Ich bin so raus aus diesem Spiel. Es ist ja so viel dazu gekommen. Und wir spielen ja nicht mal auf der neuesten Version gerade. Ist das echt. Alter Schwede. Gab es aber vorher noch nicht so riesige Höhlensysteme. Das ist doch echt übel. Ups. Naja, dann wollen wir uns mal wieder nach oben kämpfen, würde ich sagen. Schlafen kann ich jetzt leider nicht. Wegen jetzt ein Monster in meiner Nähe. Und es regnet. Ich probiere jetzt mein Glück einfach mal. Nice. Da sind wir wieder an der frischen Luft. Ja. Ich merke schon, das ist sehr interessant. Was es alles Neues gibt hier in den Spielen. Ich hoffe nicht, dass unsere netten Bewohner immer noch dort chillen und uns gleich einfach übelst auseinandernehmen werden. So, muss ich gucken, dass ich wieder irgendwie zurückfinde. Ich glaube, in der Richtung. So. Hier ist das große Loch, wo wir runtergesprungen sind, also ins Wasser runtergesprungen sind. Haben wir irgendwie nach unseren Tieren nicht geschaut? Wie unmöglich. Erstmal hingehen. Haben wir nicht mal einen Apfel? Geben wir denen mal was zu essen? Natürlich haben wir nichts zu essen. Toll. Unsere beiden Tierchen. So. Hier. Na. Gut. Dann fangen wir einfach mal an, weiter Holz zu fällen. Für unser Häuschen. Damit das vorankommt. So. Zack, das war die erste Eisenaxt. Mal alles abroden hier schnell. Ich überlege, was sinnvoller
Hallo? Oh. Oh. Warte bloß. Ich hab doch Smaragde. Oder? 7 Stück sogar. Wer ist das denn? Ist das jetzt so ein Wanderer? Ist das cool gemacht? Bleib stehen. Glowstone. Ich weiß ja nicht, was bringt uns ein Kugelfischeimer? Denn keine Ahnung. Was passiert denn, wenn ich ihn angreife? Ups, jetzt. Jetzt habe ich sie abgefuckt. Jetzt bekämpfen die sich gegenseitig. Okay, jetzt haben wir einen Kugelfischeimer. Was auch immer der uns bringt. Ups. Das war natürlich so geplant. So. Oh shit. ja gut. Das, schwierig. Zack, zack, zack. Holz-Simulator, das Spiel. Jetzt neu auf Steam zur Verfügung. Und auf Microsoft natürlich auch. Ups. Ups. Das war alles so geplant natürlich. Dann direkt ein paar neue Akazien natürlich anpflanzen. So. Okay, die Blätter verschwinden auch langsam. So. Jetzt natürlich die Überlegung, wie wir das hier weitergestalten. Oh, nice. Jetzt habe ich eine Leine bekommen. Na, ich meine natürlich, oh, wie tragisch. Das tut mir natürlich leid, dass das passiert ist. Hust.
So. Ich würde sagen, hier wird dann Kellereingang sein. Ich überlege gerade, ich glaube, wenn mache ich das in 3 breit. Einfach weil ich es kann. Zack. Ich würde sagen, als nächstes den Keller dann vielleicht ausbauen. Maybe. Von unten nach oben arbeiten. Dann brauchen wir auf jeden Fall aber mehr Kohle. Das heißt, mehr Holzfarmen, am besten Eiche. Ich hoffe, dass die Einwohner dort nicht rumschillen und mich gleich massakrieren. So. Ich dachte gerade, das war aber noch eine Kuh. Es wird mal wieder dunkel. Aber ist auch gut, wenn wir jetzt Diamanten haben, dann würde ich sagen, dass wir dann auch bald versuchen, wenn die Ausrüstung entsprechend ist, ins Nether zu gehen. Schubdi, schubdi, schubdi du. So, zack. So, schubdi, schubdi du. Naja, aber nochmal zu was ganz anderes. Ich hatte angesprochen in der letzten Folge, ob ich mit Livestream anfange, möchte wieder mein Setup vorbereite und dann mit Modpack spiele. Mal gucken, wann und wie und ob das mein Rechner auch passt, schafft und passt. Wie auch immer. Weil ich habe natürlich nicht jetzt den allerbesten Gaming-Rechner. Also da muss ich halt gucken, wie das dann funktioniert. Mal gucken, ob ich mir den E-Mann auch einzulegen kann. Weil einfach mal so nebenbei ist schwierig, sich einzuholen. Also für mich zumindestens. Weil ich jetzt auch nicht extrem viel Geld verdiene. Ja, toll. Und genau. Und dann können wir mal gucken, ob andere Spiele drin sind. Mal gucken, ob das dann klappt. Also Interesse und Lust ist auf alle Fälle noch weitere Formate, Projekte zu machen. Also auf alle Fälle. Das steht nicht zur Debatte. Und genau, aber erstmal würde ich hauptsächlich gerne Minecraft spielen. Mal gucken, ich werde überlegen, auch noch nebenbei Roblox zu spielen nebenbei. Werde ich wahrscheinlich auch anfangen. Gibt so einige Spiele, wo ich sehr viel Interesse habe, das zu spielen. Weil ich da auch sehr viel Erfahrung habe in einigen Spiele, Minigames, wie man es auch nennen möchte.
habe keine Fackeln. Zack. Zumindest ein paar erstmal. Damit ich gleich nicht die Creeper direkt neben das Spawn. Wäre nicht so nice. Frage ist, wie tief machen wir den Keller denn? Ich weiß halt nicht, was ich da drin noch alles machen möchte. 5 hoch, also ein noch runter, würde ich sagen. Eins, zwei, drei, vier, oder 6, machen wir 6 einfach. Graben uns erstmal hier rum, damit wir wissen, wo der Keller überhaupt ist. Ja, dann erstmal das, was unter dem Gebäude ist, würde ich sagen. Hauptsächlich eigentlich erstmal benutzen. Müssen erstmal gucken. Also, das möchte ich gerne als Quadrat machen, also das natürlich auch. Da muss ich mir das dann einfach einmal kurz markieren, dass ich das merke, wenn ich dahin grabe gleich. Und sollte ich mir gleich nochmal ein paar Kisten anlegen für Dreck und Cobblestone, also für Bruchstein. Wird das Spiel, denke ich, auch mal wieder auf Englisch stellen. Weil das stört mich echt extrem. So, dann in die Richtung weiter. Können wir direkt die Hole mit... Hole, alles klar, wir kennen nicht die gute Hole. Ich meine Höhle mit einbinden ins Haus, dass wir direkt da runtergehen können. Warum ist hier kein ganzer Block? Kein Stamm. Mal gucken, wenn es so langzeitige Aufgaben sind, werde ich es vielleicht auch in Livestream machen, wie einfach mal den Keller ausheben oder so. Weil ihr müsst nicht unbedingt dabei sein, wie ich jetzt, über eine Stunde oder so den Keller aushebe. Dann weiß nicht, also wenn ihr sowas sehen wollt, dann bitte, dann schreibt mir das irgendwie in die Kommentare oder lasst mich das irgendwie wissen. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt unbedingt sehr spannend ist. Ich habe jetzt noch einmal rundrum, um den Grundriss vom Keller erstmal irgendwie zu haben. Genau. Zack, zack, zack. Da sind wir gleich schon einmal rum wieder. Können wir auf jeden Fall sehr gut terraformen, was wir hier alles aus dem Material dann rausholen. Finde ich gut. Dann sind wir jetzt 4. Danach müssen wir noch 2 mal runter. Dann sind wir auf der Höhe
die wir sein wollen. Für den Keller. Warum jetzt fragt, warum ich denn den Außenrand des Gebäudes nehme. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich den Keller dann auch mit Brettern dann verschalen möchte. Dass es quasi alles auf einer Höhe ist. Okay, hier ist das schon irgendwie hier hoch. Dann machen wir so weiter, würde ich sagen. Genau. Ich glaube, ich werde dann auch andere Programme, sage ich schon, andere Projekte auch auf jeden Fall in Anspruch nehmen. So. Spitzhacke habe ich ja noch eine weitere, okay. Das war Kupfer, meine ich. Ich weiß auch noch nicht, was man aus Kupfer machen kann. Also, ich bin da echt total raus. Kann ich ja eigentlich auch hier nachschauen, oder? Hebestuhl, das kenne ich alles einfach nicht. So viel neue Sachen. Gleich wird dunkel, glaube ich. Ist ja kein Problem, dann schlafen wir gleich einmal. Ah, den Bett nicht, glaube ich, auch gleich die Folge, wenn ich den Grundriss einmal umrandet habe des Kellers. So. Mal schon schlafen. Dann gucken wir einmal, dass wir uns... Wir haben ja, glaube ich, auch noch vier Truhen. Ja. Dann stellen wir da uns jetzt einfach einmal eine doppelte hin für Cobblestone und die andere für Erde, also Dirt, Dreck, wie auch immer. Aber das schon mal. Und genau. Dann würde ich mich erstmal wieder verabschieden von euch. Danke, dass ihr zugeschaut habt in den letzten Folgen. Nicht wundern, wenn ich nicht immer einen Abspann mache. Wenn ich dann mal nicht einen Abspann mache oder nicht Hallo sage, dann ist das für mich, zählt das quasi für eine Folge. Also, die in aus zwei Teilen besteht dann. Und deswegen ist es ein durchfließender Übergang, also dann bitte nicht wundern. Und genau. Dann wünsche ich euch einen angenehmen Tag, angenehmen Abend, angenehmen Nachmittag, wann auch immer ihr das Video schaut. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, man sieht sich dann beim nächsten Video und danke fürs Zuschauen.